Bundesliga-Tipps zum 31. Spieltag und los geht's am Freitagabend mit Bochum gegen Hoffenheim. Der VfL stark abstiegsbedroht, da hat auch der kurzfristige Trainerwechsel von Thomas Letsch zu Heiko Butscher nicht viel gebracht. Denn letzte Woche gab es eine 0:1 Niederlage gegen ebenfalls abstiegsbedrohte Wolfsburger. Jetzt sind sie hier punktgleich mit Mainz und der einzige Grund, warum sie hier gegen Hoffenheim Favorit sein könnten, ist, dass sie halt nur 3 Spiele zu Hause verloren haben. Wird für Hoffenheim also nicht ganz so einfach. Allerdings muss man halt auch sehen, dass die TSG sich im Gegensatz zu Bochum im Aufwärtstrend befindet und gerade in einem hitzigen Duell Gladbach besiegt hat und deswegen natürlich kein Außenseiter in Bochum sein sollte, oder? Unentschieden keine Wette auf Hoffenheim, gibt eine überragende Quote von 2,25 und die Hoffenheimer gewinnen das sogar mit 3:1. Die Samstagsspiele beginnen mit dem Duell der Augsburger zu Hause gegen Bremen und die Augsburger machen ernst, wenn es um die internationalen Plätze geht, auch wenn sie jetzt am vergangenen Spieltag in Frankfurt mit 3:1 verloren haben, sollten sie zu Hause doch stark genug sein, um so manch eine Mannschaft eben zu besiegen oder zumindest nicht zu verlieren. Immerhin haben es in der Saison nur 3 Teams geschafft, in Augsburg zu gewinnen, ähnlich wie in Bochum, nur dass die Augsburger halt um die internationalen Plätze spielen und die Bochumer nicht und Bremen auswärts auch erst 3 Spiele gewonnen hat. Die Quote für Augsburg mit 1,8 für einen Sieg geht also voll und ganz in Ordnung. Value ist aber was anderes, denn auch die Bremer sind wieder da. Sie haben sich mit einem super krass überraschenden 2:1 gegen Stuttgart wieder zurückgemeldet und haben auch zuvor schon in Frankfurt einen Punkt geholt. Also ausgerechnet gegen diese Frankfurter, bei denen Augsburg ja 3:1 verloren hat, konnte Bremen punkten. Deswegen diese 1,8 auf Augsburg zu niedrig. Ich würde beim Tippspiel auf einen Unentschieden gehen, hatte auch die höchste Quote mit einer 4 auf Bremen-Sieg. Na, da fehlt mir irgendwie dann auch das Vertrauen, dass sie nach der Überraschung gegen Stuttgart jetzt gleich die nächste Überraschung nachlegen. Aber zumindest ist diese Quote auf Augsburg zu schwach und ich sage, es geht 1:1 aus und dieses X mit einer 4er-Quote ist doch Zucker. Apropos Frankfurt, die Eintracht ist zu Gast bei Bayern. Da gab es in der Hinrunde ja schon ein interessantes Duell, das die Frankfurter mit sage und schreibe 5:1 gewinnen konnten. Und da war ja dann schon mal die Krise bei Bayern am Dampfen, dass die Eintracht jetzt ähnlich performt, dass glaubt man nicht, dass sich die Bayern ja auch wieder gefangen haben, aber zumindest hat die Eintracht die letzten beiden Spiele gegen Bayern nicht verloren, eins davon sogar gewonnen und kommt jetzt eben auch mit diesem Sieg gegen Augsburg im Rücken. Die Bayern auch mit dem Hinblick auf das Realspiel eher darauf bedacht, Kräfte zu schonen. Lothar Matthäus oder manch anderer spricht da ja auch von Leistungssteuerung und dementsprechend werden die Bayern wahrscheinlich hier die besten Spieler mal schön schonen für das Realspiel, denn ob sie jetzt gewinnen oder verlieren, ist in der Bundesliga fast egal und sie werden auch mit der zweiten Garnitur auf jeden Fall eine Chance haben gegen Frankfurt. Die 1,4er-Quote, das merkst du selber, die hat auch kein Value auf Frankfurt zu setzen. Für Frankfurt-Fans bestimmt eine Option. Ich tue mir bei so einem Spiel natürlich schwer, gegen Bayern zu tippen, sage aber trotzdem, es wird ein 1:1 wie in der vergangenen Saison. Auch wettechnisch hätte ein Unentschieden schon mehr Sinn als eine Wette auf Bayern. Geld drauf riskieren würde ich aber nicht. 2 Spitzenspiele haben wir an diesem Spieltag. Eins davon ist nicht das Topspiel, denn das Topspiel ist dann Leverkusen gegen Stuttgart. Aber Leipzig gegen Dortmund, das ist ein furchtbar spannendes Duell um die Champions League.
Dortmund muss dieses Spiel gewinnen. Wenn Leipzig gewinnt, dann kann Dortmund auch noch in die Champions League kommen, aber es wird bedeutend schwerer. Sie müssen entweder die Champions League gewinnen oder durch die Aufstockung der Champions League in der nächsten Saison und den guten Abschneiden der deutschen Mannschaften könnte sogar ein fünfter Champions League-Platz rausspringen. Aber wenn sie nicht auf irgendwelche Spekulationen angewiesen sein wollen und auch so natürlich diese Saison mit Anstand zu Ende bringen wollen, müssen die Dortmunder jetzt hier in Leipzig alles auf den Platz bringen, was sie auch zuletzt schon in den letzten beiden Spielen absolut gezeigt haben. Sie waren wirklich bis zur 96. Minute drauf und dran, die erste Mannschaft zu sein in der Saison, die Leverkusen bezwingen kann. Dann wissen wir, hat Stanisic wieder mal einen Leverkusener Ausgleich besorgt und Dortmund hat hier wichtige 2 Punkte dann liegen lassen. Nichtsdestotrotz natürlich eine starke Leistung gegen eine der derzeit besten Mannschaften Europas und gegen Leipzig müssen sie ähnlich performen, um dieses Spiel gewinnen zu können, denn auch RB rennt ja von Sieg zu Sieg und das letzte Mal, dass Leipzig nicht gewonnen hat, war eben ein 0-0 gegen Mainz und auch Real Madrid, die im Champions League Halbfinale jetzt gegen Bayern spielen, konnte hier in diesem Rückspiel zu Hause nicht gegen Leipzig gewinnen. Das zeigt schon, dass die derzeit auch zu Recht auf Platz 4 stehen und auf zu Recht auf dem Weg in die Champions League sind. Schwierig hier zu sagen, die Quoten machen es uns aber ausnahmsweise mal richtig einfach, denn nicht nur, dass Dortmund mindestens gleichwertig sein sollte, nein, sie kriegen auch eine viel bessere Quote. Nicht nur für Dortmund-Fans, deswegen alternativlos diese Wette. 3,4 auf ein Unentschieden keine Möglichkeit, die verliert man nur, wenn Leipzig gewinnt. Und die Chancen dafür sind natürlich da, die Chancen für Dortmund sind aber auch sowas von da. Also Daumen drücken für den BVB und dann diese 3,4er-Quote, eine der besten Wetten, die ich in dieser Saison gesehen habe, oder? Wie siehst du das? Schreib 1 für Leipzig oder 2 für Dortmund in die Kommentare. Mein Ergebnistipp, ein 3:2 für den BVB. Freiburg gegen Wolfsburg. Internationale Ambitionen gegen fast noch Abstiegskampf, wobei dieser Sieg gegen Bochum Wolfsburg natürlich schon mal in eine gute Position gebracht hat, wenn auch 4 Punkte aus den verbleibenden 4 Spielen auch nicht unmöglich aufzuholen sind. Vor allem, wenn man eben gesehen hat, wie viele schlechte Spiele Wolfsburg abgeliefert hat und vor allem, wie viele Spiele sie nicht gewonnen haben. Unter Hasenhüttl jetzt immerhin das Kunststück geschafft, die Hälfte der 4 Spiele zu gewinnen, was natürlich zuvor unter dem Vorgänger in 10 Spielen oder so nicht geklappt hat. Also natürlich der Spielplan und die Gegner sprechen natürlich auch dafür, dass vielleicht auch mit einem anderen Trainer wie Kovac das gelungen wäre. Fakt ist aber, es war nicht der Fall zuvor, dass Wolfsburg Spiele gewinnt. Jetzt haben sie 2 von 4 gewonnen. Und das macht sie gegen Freiburg eben nicht mehr zu diesem krassen Außenseiter, den man sonst erwarten würde beim Tabellenstand und bei der Wolfsburger Situation. Bei erst 35 erzielten Toren, das ist schon für eine Mannschaft wie Wolfsburg gottserbärmlich, bei den Ambitionen, die die haben und dem Budget vor allem. Bei Freiburg, ja, da ist auch jeder Punkt wichtig, wenn sie denn in einen internationalen Wettbewerb kommen wollen. Das Unentschieden gegen Mainz war fast zu wenig allgemein. Nicht besonders glorreiche Ergebnisse in den letzten 3 Spielen gegen schwächere Gegner und gegen die Leipziger sowieso keine Chance gehabt. Da erwarte ich jetzt auch nicht, dass die Freiburger plötzlich einen raushauen und diese 2,25 deswegen zu schwach. Wolfsburg als Sieger zu wetten ist auch komplett abstrus und
umso besser, wenn man dann auf eine Unentschieden-Quote von 3,6 gehen kann. Wenn man sowieso der Meinung ist, die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Spiel unentschieden ausgeht, ist sowieso größer, als dass eine der beiden Mannschaften gewinnt. Ein klares 1:1. Das Topspiel hat ausnahmsweise mal den Namen verdient an diesem Wochenende. Die Leverkusen als Tabellenführer empfangen den VfB Stuttgart, der auf Platz 3 liegt und in Lauerstellung liegt, falls die Bayern sich eine Blöße geben sollten, vielleicht gegen Frankfurt. Und damit treffen hier die ersten 6 in direkten Duellen aufeinander. Das hat schon was von einem Play-off-Wochenende. Und bei Leverkusen gegen Stuttgart erwartet man natürlich nichts anderes, als dass Leverkusen auch hier wieder die Serie fortsetzt. Allerdings gab es dieses Duell ja schon zu Genüge in dieser Saison mit dem DFB-Pokalsieg der Leverkusener und dem 1:1 in Stuttgart im Hinspiel. Außerdem gab es ja auch in der vergangenen Saison ein 1:1. Also man sieht, die Stuttgarter haben die Leverkusener schon mehrmals an den Rande einer Niederlage gebracht. So oft, dass es eigentlich fast mal an der Zeit wäre. Leverkusen kann es ja auch herzlich egal sein. Sie haben alles erreicht bisher in der Bundesliga, was es zu erreichen gibt. Die sollten sich vielleicht wirklich auf die noch bevorstehenden Aufgaben mit dem Europa League Halbfinale gegen den AS Rom intensiver befassen. Wie auch bei Bayern gilt, wird bei Bayer wahrscheinlich auch das Personal für dieses wichtige Spiel geschont werden. Und dann hat Stuttgart wieder eine Chance, mindestens einen Punkt zu holen. Auf Stuttgart als Sieger zu wetten, da fehlt mir irgendwie natürlich ein bisschen die Motivation, denn es gibt ja nicht umsonst 40 oder 44 Spiele in Folge keine Mannschaft, die Leverkusen besiegen konnte. Da wäre man schon wahnsinnig, alles unter einer Quote von um die 50 zu nehmen, dass Stuttgart gewinnt. Nichtsdestotrotz kann man sich vorstellen, mit einer Double Chance auf Stuttgart auch das Unentschieden abzudecken, dann kriegst du eine 2,1. Und dann müssen wir nur überlegen, wie realistisch ist es, dass Stuttgart eben dieses Spiel gewinnt. Lohnt sich's dann auf x2 zu gehen und die Hälfte dieser Unentschiedenquote herzugeben? Oder sagt man, die Wahrscheinlichkeit, dass Stuttgart gegen eine Mannschaft wie Leverkusen gewinnt, ist eigentlich nicht existent? Und dass Leverkusen das gewinnt, da haben wir auch Gegenargumente gefunden. Also warum nicht eine 4,2 auf ein Unentschieden nehmen? Und wenn man das abwägt, komme ich wieder zu dem Schluss, warum nicht einfach die höchste Quote auf die höchste Wahrscheinlichkeit? Und auch wenn nur 15% der Leute wissen, dass es überhaupt ein Unentschieden gibt, ist es doch eine gute Wette bei diesem 2:2, oder? Am Sonntag haben wir 3 Spiele, angefangen mit Mönchengladbach gegen Union Berlin. Und dass die Gladbacher, die nur 2 Punkte vor Union sind, hier Favorit sein sollen, nur weil sie zu Hause spielen, wo sie gerade mal 33% ihrer Spiele gewinnen konnten, halte ich auch natürlich für Schwachsinn. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch sehen, wenn Union irgendwo hinfährt, dann gleicht das einer Arbeitsverweigerung. 9 Tore geschossen in 15 Spielen. Schlechteste Auswärtsoffensive allgemein, was Union in dieser Saison natürlich auf den Rasen gebracht hat. Die größte Enttäuschung wahrscheinlich in dieser Saison. Die waren ja vergangene Saison 4. Jetzt mindestens um 10 Plätze abgestürzt, weil sie auch einfach zu wenig Tore schießen. Nur Köln hat weniger Tore geschossen als Union Berlin. Das ist schon echt krass und auch ehrenlos, oder? Gladbach zu Hause, muss man also fast davon ausgehen, dass die das gewinnen. Auch wenn die Gladbacher die letzten beiden Spiele verloren haben, interessiert mich das ehrlich gesagt weniger, weil Union selbst natürlich eine noch schlechtere Bilanz hat. Auch wenn die Gegner natürlich namenhaft waren und man da im Moment auch nichts erwartet. Die Gladbach-Quote ist zu schwach, Union kannst du vergessen. Wieder mal ein Unentschieden als Wette. Einzige Option, natürlich nur mit einer Dritteleinheit. Bei einem Tippspiel würde ich sogar sagen Gladbach 2:1 oder sogar 2:0, weil wir wissen ja, Union tut sich mit dem Toreschießen extrem schwer, vor allem auf fremdem Platz.
Und dann haben wir ein brutales Abstiegsduell zwischen Mainz und Köln. Köln hätte so gute Chancen gehabt, die Überraschungsmannschaft des Endspurts zu werden, hätten sie denn Darmstadt geschlagen, aber diese Hätte-Wenn-Aber-Sache, die funktioniert halt leider nicht. In der Realität steht Köln jetzt mit mehr als einem Bein in der zweiten Liga, während Mainz alle Chancen hat, sich selbst zu retten. Dazu müssen sie nur gegen Köln gewinnen. Zu Hause scheint das sogar absolut realistisch zu sein. Köln ein Auswärtssieg. Zumindest Angst haben, dass Mainz das verliert, brauchst du nicht. Darauf zu wetten, dass Mainz das gewinnt, hat sogar nach dieser unfassbaren Serie unter Bo Henriksen, was ist das für ein Zauberer, 3 Siege, 2 Unentschieden, 5 Spiele in Folge nicht verloren. Also Mainz ist die Mannschaft der Stunde schon fast und steht immer noch auf Platz 15. Nichtsdestotrotz spricht das natürlich alles für Mainz. Wetttechnisch, forget about it. Letzte Hoffnungen für die Kölner, dass sie doch noch was reißen. Mit einem Sieg wären sie immer noch in einer Situation, mit der sie es schaffen könnten. Immerhin dann nur noch 2 Punkte hinter Mainz. Und die werden auch höchstwahrscheinlich nicht alles gewinnen. Köln natürlich auch nicht, aber dann wird es zumindest nochmal wirklich spannend im Abstiegskampf. Aber gut, die Mainzer werden das schon zu verhindern wissen. Tipp, ganz schwer, ein 0:0. Und wetttechnisch keine Option. Hier Darmstadt gegen Heidenheim. Jetzt hat Darmstadt ein Spiel gewonnen. Sie könnten mit einem unfassbaren Schlussspurt sogar noch an Köln vielleicht vorbeiziehen, weil die ja scheinbar gar nichts auch mehr gewinnen wollen. Aber glaubt daran einer, ich nicht. Heidenheim vor der Niederlage gegen Leipzig, und die war ja denkbar knapp, 3 Spiele in Folge nicht verloren. Also sie haben hier gegen die Top-Teams Stuttgart, Bayern und Leipzig echt gut ausgesehen. Deswegen alles andere als ein Heidenheim-Sieg kommt gar nicht in Frage. Aber auch 2,1, die Quote für ein Team wie Heidenheim, viel zu schwach, um Geld drauf zu setzen. Als Ergebnistipp, Heidenheim gewinnt mit 2:1. Klassisches Heidenheim-Ergebnis, oder? Und dann haben wir hier einen unfassbar interessanten Spieltag, bei dem die Tabelle sich ganz schön durcheinander wirbeln könnte, wenn Dortmund gewinnt, wenn zum Beispiel Stuttgart gewinnt und Bayern sich gegen Frankfurt schwer tut und natürlich hinten Bochum, Union, Köln und Mainz gefordert sind. Also, ich freue mich auf diesen Spieltag. Schreib deinen besten Tipp in die Kommentare, und falls du noch eine 100-Euro-Freiwette willst, dann würde ich sagen, ist das an diesem Spieltag wirklich an der Zeit, dem BVB die Daumen zu drücken. Auch weil es für diese Unentschieden keine Möglichkeit, eine 3,4er-Quote gibt und wir damit das Unentschieden abgesichert haben. Und so eine Wette gibt es zum Beispiel bei... Wette auf die besten Quoten ohne Wettsteuer und verdopple deine erste Einzahlung mit bis zu 100 Euro in Freebets bei Winamax über den Link in der Videobeschreibung.